herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute ist Samstag, der 23. Oktober. Ein herbstlicher Tag mit Sonne und ja, es ist kühl geworden, aber es finde ich einfach trotzdem noch ein sehr schönes Wetter. Der erste Herbststurm ist rum und wir haben heute Morgen so kurz vor 9. Ich nehme jetzt schnell das Video auf, weil heute einfach noch viel los ist. Jürgen holt gerade schon seinen Vater ab und heute ist Geburtstagsfeier. Ich habe noch einiges in der Küche zu tun. Ich werde aus einem Spitzkohl, den ich letzte Woche geschenkt gekriegt habe, der so groß ist, so Kohlrouladen machen. Gibt es heute Abend in meinen Ofenmeister. Also ich werde neue Dinge wagen. Und morgen ist ja, erzähle ich euch nachher. Ja, das letzte Video habe ich am Montag aufgenommen oder war es am Freitag und am Montag hochgeladen, irgendwie so. Sprich, es war jetzt nur eine Woche und das, was ich gestrickt habe, ist überschaubar, finde ich. Aber das darf es ja auch sein. Und ich habe es gestern wieder nicht geschafft, am Freitag aufzunehmen, wie ich mir vorgenommen habe. Ich bin gestern von der Arbeit gekommen. Es ist schön, wenn man schon um 23:15 am Freitag frei hat, dachte ich mir so. Und ja, dann habe ich noch ein paar Dinge im Haushalt gemacht und habe mich hingesetzt. Und dann habe ich gemerkt, nee, und dann bin ich ins Bett und habe über 3 Stunden geschlafen mittags. Also das Leben ist gerade ein anstrengendes. Beziehungsweise ich brauche einfach viel Schlaf, ich verarbeite im Schlaf, um da einfach vieles, was ich erlebt, so zu verarbeiten. Ja, aber alles gut. Ich zeige euch als erstes, ich habe ein bisschen Strumpf gestrickt. Oh, da fällt mir ein, ich muss noch was holen. Und zwar Strick 52 Weeks of Socks. Oder lass es. Stricks oder lass es. Annette hat ja die Nummer 47 gezogen, Alicia. Und das einzige Foto, das in diesem Buch ist, ist genau dieses. Das heißt, man sieht nicht so herzlich viel von den Söckle. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen und nach der Anleitung gestrickt. Ein Fleck auf der Brille. Kennt ihr das? Das nervt. Also, nach bestem Wissen und Gewissen nach der Anleitung gestrickt. Freitagabend letzte Woche und hat mich nachher geärgert, dass ich so viel Zeit daran gehängt habe. Ich habe gestrickt aus einer, wie ich finde, sehr schönen Opal-Achtfachwolle. Wie in der Anleitung beschrieben, mit Nadeln 2,75. Also ich habe mich komplett an die Anleitung gehalten. Ich habe alles gemacht wie in der Anleitung. Und jetzt probiere ich mal, ob ich das überhaupt auf den Sockblocker ziehen kann oder wie ich das euch überhaupt zeigen kann. Dieses geniale Werk, das ich da fabriziert habe. Ja, es geht schon auf den Sockblocker. Und auf dem Sockblocker sieht es genau so aus. Also, zum einen kann ich das halten. Ich verstehe schon, dass wenn man da drauf rumläuft, dass die Sohle sehr dicht sein muss, aber man kann fast jemand damit erschlagen. Das andere ist, der Fuß hiervon mit den Böbele, das ist ja ganz nett. Und jetzt könnt ihr sehen, dass ich da schon eine Reihe rumkegelt habe und trotzdem, ihr seht schon, es rollt sich total ein. Die Ferse hinten, auch das rollt sich. Eigentlich soll das so, ne? So ist gedacht. Schlau wäre gewesen, erstens, wenn man das hier höher strickt und zweitens, wenn man hier wie am Fersekäpple immer 2 Maschen rechts strickt in jeder Reihe. Dann bleibt es nämlich gerade und rollt sich nicht ein. Dann hätte ich es vielleicht, weiß ich nicht, mit einer Dreierstricke können.
Auf jeden Fall passt das Ding überhaupt nicht. Ich habe es an meinen Fuß dran gemacht, habe der Annette ein Bild geschickt. Ich fand es einfach lustig. Sie hat ja ihrs verändert. Ich habe ihr Video noch nicht gesehen. Sie hat ihrs verändert und da ist es auch tragbar. Aber das, und wisst ihr, was ich dann entschieden habe? Dann habe ich entschieden, das war's für mich. Es reicht eins, was man nicht tragen kann. Ich brauche nichts weiter. So viel dazu. Ich habe aber darüber hinaus noch ein bisschen Socken gestrickt. Und zwar nicht viel, aber sieht so aus. Ich habe den Rest genommen. Rest. Das sind noch 52 Gramm von der Wolle, die noch über war. Die Socke von letzter Woche sieht so aus. Und man sieht, glaube ich, schon den Unterschied, was dieses Kontrastgarn ausmacht. Und da waren 52 Gramm übrig von einem Paar Socke. Und dann habe ich gedacht, das reicht nochmal eins und habe es jetzt mit Rot abgesetzt und mache jetzt mit Rot nochmal eine Perle. Ich habe, ja, die Hälfte vom Fuß habe ich geschafft. Das stricke ich ja praktisch immer in der Dunkelheit, wenn ich im Snuselarm sitze, der ganz dunkel ist. Aber dann habe ich mir diese Woche überlegt, da gäbe es ja noch was anderes zum Stricken im Snuselarm, wo ich nichts sehen muss. Weil so eine Ferse dann bei ganz Dunkelheit stricke und dann hier wieder aufzunehmen, ist jetzt auch nicht ganz so lustig. Aber ja, die ist soweit. Die zweite gibt es noch nicht. Und da kam die Frage, ob das eine aktuelles Garn ist oder nein. Ich hab mal getauscht mit der Bärbel so Verwicklungen von meinem Farbverlaufsgarn und habe da dafür Opalwolle gekriegt und da war das dabei. Also das ist schon ein älteres Knäuel und ich weiß auch nicht, ob man das noch irgendwo kriegt. Ich werde bis nächstem Video meine Projektpage mal updaten und dann könnt ihr vielleicht über den Link vom Garn das noch finden. Genau. Mir gefällt es auch total gut, weil es einfach so bunt ist und trotzdem, also mir gefällt die Socke total gut. So. Diese Socken habe ich gestrickt. Das war alles zum Thema Socken die Woche. Ich war, muss ich sagen, mit den Socken 47 ein bisschen frustriert. Ja, dann habe ich ein Suchtprojekt. Muss ich wirklich so sagen, habe ich euch letzte Woche gezeigt. Das heißt, ich habe jetzt meine Anleitung hingestopft. Hier, die bitte. Ah, sitzt drauf. mein Suchtprojekt heißt Vertices Unite. Zeig es nochmal. Ein Steven West. Das ist ja sozusagen mein Borkum-Erinnerungstuch, weil die Anne Dorley hatte das auf Borkum an. Da haben wir es gesehen. Und ich finde dieses Tuch aus mehreren Gründen einfach genial. Zum einen kann man es in zwei verschiedene Größen stricken und er gibt an, dass wenn man die kleinere Größe strickt, braucht man 137 Meter, 142 Meter, 82, 87 und 123 Meter. Das heißt, Reste. Wenn man es groß strickt, braucht man 261, das sind ein bisschen mehr wie 50 Gramm, das sind so 60 Gramm. 293, 151, 210 sind genau 50 Gramm und 283. Das heißt, wie oft hat man denn irgendwo von der Farbe nur einen Rest oder man hat nur für ein Colorwork Socke zum Beispiel nur ein Teil weggestrickt oder so und man kann das unglaublich gut mit Reste machen. Dann hat er hier eine Zeichnung dabei. Die finde ich auch toll, weil man sieht, wie die einzelnen Flächen sind. Man fängt dieses Tuch im Grund an dem Zipfel an mit diesem dunklen. Das ist eine Fläche.
Und das zweite ist diese helle Fläche hier unten. Und das schreibt er auch hin, welche Section 1, 2, 3, 4, 5 ist und welche Farben er genommen hat. A, B, C, D, E. Und da konnte ich dann, hier oben habe ich es hingeschrieben, meine Farbe A, B, C, D, E und habe die dann so zusammengefügt. Und man hält ja dann fünf Knäuel nebeneinander. Ich habe jetzt nicht alle fünf da. Und denkt sich so, das könnte was sein. Dadurch, dass aber diese Fläche, die Fläche und die Fläche, gestreift sind, kommt es natürlich nochmal anders raus. Also, ich habe hier angefangen. Und dadurch, dass ich eine handgefärbte, also es sind zwei handgefärbte grüne Wollen. Das eine, das dunkle, ist eine Wollmeise. Und das mit dem hellgrün und Türkis, das ist eine Drachenwolle. Und dadurch changiert es natürlich so. Und das finde ich total faszinierend. Ja, hier gibt es dann so, seht ihr das, da so Flecke, wo es gleich bleibt. Also schon das in sich erzählt ja wieder eine Geschichte. Und ich habe jetzt, wie ihr seht, auch die zweite Fläche schon dran gestrickt. Das sieht jetzt auf die Ferne gar nicht so streifig aus, wenn ich es euch in der Nähe zeige. Sieht man es. Das Orangene ist von Lang eine Alpaka Socks, die ich mir auf Borkum gekauft habe. Das Gesprenkelte ist von mir selber gefärbt, eine High Twist. Und ich war letztes Mal, ich glaube, noch nicht ganz beim Marker. Also man fängt hier unten an bei diesem grüngestreiften, nimmt immer zu in einer bestimmten Art und Weise und Reihenfolge. Und dann sagt er irgendwann, soll man Maschenmarkierer setzen? Und dann nimmt man ab und landet hier oben. Und dann fängt man an, ab der Stelle, wo man den Maschenmarkierer setzt, Maschen zuzunehmen. An dieser Kante runter. Und eigentlich immer aus jeder Reihe eins und eigentlich müsste es stimmen, bei mir hat es nicht gestimmt. Ich habe zu wenig, fünf Maschen zu wenig gehabt. Die habe ich dann halt KFB eingeschummelt. Also das war jetzt auch nicht das Problem, aber ich wollte dann, dass ich wenigstens hier dann wieder auf Stand bin. Und da strickt man dann mit verkürzter Reihe. Und das ist jetzt die zweite Geschichte, warum mir dieses Tuch so gut gefällt. Man hat immer nur kleine Abschnitte. Also dieses Grüne habe ich komplett mit 20er Nadelspinnnadler gestrickt. Das heißt, ich habe gar nicht große Rundmasche gedöns und ich weiß nicht was. Hier brauchte ich dann natürlich eine Rundnadel, weil das viele Maschen sind. Und man nimmt immer an der Seite zu und hier macht man verkürzte Reihe, sodass wieder so eine Schräge entsteht. Und da habe ich jetzt die Nadel drin gelassen oder eine alte Nadel einzogen, sagen wir es mal so, weil die Maschen braucht man wieder zum I-Cord. Es ist praktisch so, dass das Tuch. Das hier ist die obere Kante vom Tuch. Und eigentlich habe ich jetzt schon der tiefste Punkt. Also das wird jetzt auch nicht so ein Riese, sondern es wird, also es ist ja unförmig, es ist nicht ein Halbmond oder so, ist ein bisschen unförmig, aber ich habe jetzt mit dieser Spitze schon den tiefsten Punkt erreicht. Und das finde ich halt auch toll, wenn ich das so rumlege, dass das nicht so ein Riese, also so ein tiefer Lappe ist. Groß, aber kein tiefer Lappe. Das nächste wird jetzt sein, dass man hier in dieser Breite hier rüber eine Fläche anstrickt. Und dazu nimmt man hier zwei Maschen auf. Und so entwickelt sich das dann. Das ist jetzt genau die Fläche, die hier kommt. Die ist Uni, wenn das hier Uni ist. Also das ist eine Wollmeise und das ist natürlich auch so changierend, ihr seht schon. Und mit diesem stricke ich diese Fläche. Ganz spannend ist, dass dieses Gesprenkelte nächstes Mal mit dem dunklen Grün kombiniert wird.
Und ah, das Hellgrün kommt noch Uni. Da wird man dann sehen, wie sieht dieses Gesprenkelte aus, wenn das plötzlich mit einem komplett dunkleren Kontrast sein wird. Also ich glaube, dass das einfach farblich unglaublich cool wird. Ja, ich glaube, dass ich dieses Tuch sicher nochmal stricke werde. Das wird sicher auch ein Tuch sein, das man mit, ich sag mal, Ton in Ton stricke könnt. Zum Beispiel mit verschiedenen Blautönen. Blautöne, ich kenne da jemanden, der steht voll auf Blautöne. Gibt es auch Menschen, also nicht nur Grün und Orange, es gibt auch Menschen, die stehen auf Blautöne. Und das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, das mit verschiedenen Blautönen zu stricken. Oder auch verschiedene Grau mit einem Bäm. Das müsste ja dann nicht die ganz große Fläche Bäm sein, sondern das könnte zum Beispiel in dem gestreiften, also wie jetzt hier das Orange, könnte ich mir zum Beispiel Pink vorstellen und alles andere in Grautöne oder ein Orange oder je nachdem, also eine Farbe zu Grautönen dazu oder also das ist ein Tuch, das unglaublich viel Spielraum lässt. Und wer Lust hat auf ein Tuch, das relativ schnell gestrickt ist, das einfach Spaß macht und das so Abschnitte vorgibt. Das finde ich immer hilfreich. Und der ein Tuch möchte, wo er nicht 82.000 Maschen auf der Nadel hat. Das wird man nur beim iCord nachher haben. Für den ist dieses Tuch absolut geeignet. Also ich stricke jetzt diesen Teil. Genau. Ich stricke jetzt diesen Teil hier. Dann kommt dieses obere. Das ist ja auch so ein kleines Scheißerle. Dann kommt der Teil noch. Und der letzte, das sind auch kleinere Teile. Also das war das Größte, das, was ich am Anfang gehabt habe. Und von daher denke ich, dass das relativ fix fertig sein wird. Ja. Es macht auf jeden Fall total Spaß. Die Farben kommen in der Kamera 1:1 rüber. Es wird schon bunt. Und ja, also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt und könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein Suchtprojekt wird, wo ich noch mehr davon stricke. Ja, ich versuche oder keine Ahnung, also der nächste Abschnitt, das ist mein Sofaprojekt. Wenn ich abends im Sofa sitze, stricke ich das. Das war jetzt nicht viel. Und vielleicht, dass ich den nächsten Abschnitt nächste Woche hinkriege, mal sehen. Wenn nicht, dann nicht. Also, es eilt ja nicht. Ja, dann habe ich ja gesagt, Socken, ein Tuch und zwei Oberteile. Und daran habe ich mich die Woche auch total gehalten. Das eine Oberteil, ich habe jetzt die Anleitung nicht da, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, die Anleitung. Oh je, jetzt habe ich immer ein Tuch auf dem Schoß, wenn ich das zu Hause stricke. Weil das ist Zimtapfel, Wollmeise Blend. Und mein Hund ist leider nicht Zimtapfel, sondern weiß. Also da muss der Fusselroller drüber zum Schluss. Egal. Wie weit bin ich gekommen? Ich habe ein großes Stück gestrickt diese Woche und ich habe es geschafft, die Ärmel abzuteilen. Gerade so. Ich habe jetzt pro Ärmel 4 Maschen mehr. Warum? Weiß man nicht. Ich habe meiner Ansicht nach alles komplett nach Anleitung gestrickt. Und warum ich 4 Maschen mehr habe, man weiß es nicht. Dann habe ich mir überlegt, das ist ja kein Problem, nehme ich unterm Arm halt 4 Maschen weniger auf. Und dann kam mir, geht nicht, weil würde ich das machen, würde nachher unten das Muster nicht mehr passen. Aha. Also muss ich halt, wenn ich den Ärmel runterstricke, 2 Abnahmen mehr mache, bis ich mit Muster beginne. Dann passt es auch wieder. Das ist ja kein Drama, es ist nur gut zu wissen. Das war jetzt schon nochmal ein ziemliches Stück. Was habe ich denn hier schon wieder? Nix. Und ich habe, oh Schreck, das nämlich in der Dunkelheit gestrickt. Und habe dabei eine Raglan-Zunahmelinie hier auf dieser Seite.
Ich habe diese Zunahmelinie. Das sieht man natürlich jetzt ganz gut. Ja, sieht man es. Die Linie, die habe ich dann mal versetzt. Das habe ich gemerkt, als ich fertig war und zählt habe. Dann habe ich erst gemerkt, es stimmt nicht vom Zähler her. Und dann habe ich guckt und dann habe ich so ein Stück komplett nochmal, also über 20 Mal schon komplett alles fallen lassen. Es war ein bisschen Georgel, aber ja. War ganz nett, Karin war da und dann sagt sie, so ist es halt, wenn man ohne Waschemarkierer strickt. Danke für das Gespräch an der Stelle, ja. Also mit Waschemarkierer wäre es vielleicht nicht passiert, wenngleich ich hätte mir immer merken müssen, ist der Waschemarkierer jetzt, gehört die Masche schon zum Ärmel oder, also weil man da eine Masche dazwischen hat. Was man jetzt in der Kamera vielleicht sieht, aber man sieht es nicht. Doch, ein bisschen sieht man es, dass es hier so dunklere Stellen gibt. Ja. Ja, und dann habe ich letzte Woche beim Stricktreff auch einen Olive-Leaf Cardigan gesehen. Und die den gestrickt hat, war unten, also schon im Muster unten. Und bei dem Olive-Leaf ist so, dass der relativ kurz ist. Also der ist eher so eine Cropped-Variante. Sie strickt ihn für ihre Tochter und wollte es jetzt auch nicht so kroppt, hat dann einfach das Muster unten verlängert, was ich einen guten Schachzug fand, war aber unten im Muster mit dem zweiten Knäuel. Ich habe gerade mal die Ärmel abgedreht. Die Tochter ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so breit wie ich. Aber ja. So, jetzt geht es darum, einfach glatt rechts. Stricke. Und das heißt, es ist wieder ein Dunkelraumprojekt. Das kann ich nächste Woche mit in der Darkroom nehmen und kann dann einfach rechts rüber, links zurück, rechts rüber, links zurück, ohne Probleme. Ja, und dann habe ich noch was, wo ich diese Woche im Dunkelraum gestrickt habe und ich zeige es euch jetzt noch, bevor ich die Nadeln ziehe. Und damit spreche ich eine Warnung aus. Ich rede vom Holtby für den Jürgen. Und der Holtby ist inzwischen so weit. Ich habe gestern Abend den Colorwork dran gestrickt. Ich gebe mal die Hand dahinter, sieht man es vielleicht besser. Finde ich eine total coole Art, von einer Farbe in die andere zu wechseln. Sieht auch wirklich total schön aus und ihm gefällt es jetzt auch mit diesem dunkleren Rotbraun. Aber das muss auch nicht. Also ihm gefällt es und damit ist es gut. Jetzt macht man hier nimmt man hier, also macht man ein Armloch. Und man muss sich jetzt vorstellen, man nimmt hier ein paar Maschen ab und dann soll man in jeder Reihe eine Masche abnehmen. Wie verstehe ich denn das jetzt? Also wenn ich rüberstricke, kann ich eine abnehmen. Am Anfang eine abnehmen. Und dann auf der anderen Seite nehme ich auch eine ab. Aber wenn ich dann zurückstricke, kann ich ja keine abnehmen, sonst hätte ich ja zwei abnehmen müssen. Ich saß gestern Abend vor der Anleitung und habe gedacht, hä? Stelle ich mich jetzt so blöd an? Kann ja schon mal vorkommen. Jetzt sieht man hier noch dieses Schema. Und das heißt, okay, die 7 und dann müsste ich aber schon mehr abnehmen und dann immer weniger. Also so, wisst ihr, was ich meine? Ich habe es nicht verstanden. Weil, wenn man diese 7 noch abgenommen hat, also in jeder, das steht wirklich, in den nächsten 7 Runden oder Reihen und anschließend einmal in jeder zweiten Reihe, ja, das kann man ja noch verstehen, das wäre dann so, aber dann muss man nochmal abnehmen. Hä? Wird nichts. Nervig. Es nervt echt.
Jetzt habe ich da gedacht, ach, die Veronika hat doch den für ihren Schwiegersohn gestrickt. Dann habe ich die schnell angefunkt vorher. Da sage ich, du, sag mal, wie hast jetzt du die Ärmelabnahme gemacht? Dann sagt sie, ja, so wie ich es gedacht habe, weil das war, Dann sage ich, ja, super, also so ein Armloch kriege ich noch hin, aber wie hast du dann die Ärmel gemacht? Gehe gleich, hat sie gesagt. Sage ich, okay. Sagt sie, aber wo sie ihn jetzt an ihrem Schwiegersohn gesehen hat, hat sie schon gemerkt, also sie hat gesehen, dass das, ihr wisst schon. Also, klar ist jetzt mal, dass das so nicht sein kann. Jetzt habe ich kurz überlegt, was tue ich? Jetzt müsste ich ja, also ich muss eh aufmachen. Ne? Ich muss eh mindestens bis zu der größere Abnahme aufmache und dann würde ich jetzt theoretisch es stricke mit einmal drei, zweimal zwei, dreimal eine, so wie man halt so ein Armkugel oder Armloch strickt. Aber wie mache ich dann der Ärmel passend, dass es dann passt? George. Und dann sind wir jetzt gerade drauf gekommen im gegenseitigen Quatschen, dann sage ich, weißt was? Ich mache dann Raglan draus. Dann sagt sie, ja, das hat sie sich auch überlegt. Wenn sie es jetzt nochmal zu tun hat, hätte sie den Raglan draus gemacht. Na super. Ich habe hier, wie früher, Mittelmasche. Und also es gibt jetzt von dem her ein bisschen Georgel, weil ich natürlich jetzt. Also, es wird eine Mittelmasche geben vorne und hinten. Und ich werde das Muster von dieser Mittelmasche aus links und rechts einteilen. Ja, flieg halt runter. Und dann werde ich Ärmel stricken. Also ich werde einfach die Mittelmasche markieren und werde dann. Es war ja nicht drin in dem Heft, sondern im nächsten, das habe ich mir jetzt rausgezeichnet. Wird dann bei den Ärmeln in der Mitte genau das gleiche Muster haben, also die gleiche Stelle vom Muster. Und werde mir das dann so einteilen und mache dann diese Raglan-Schräge. Und das ist ja nur, das geht nur über 14 Reihen. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich die Raglan-Schräge, die zwei Masche dann in der Mitte möchte ich lasse, ob ich die dann vielleicht gleich in Rot mache oder ob ich die noch im Muster mache. Also das muss ich gucken, wie es hinkommt. Ja, aber Rechnerei. Das heißt jetzt hier aufziehe und das heißt dann erstmal noch zwei Ärmel stricke. Da die in dem Heft, also wenn ich es gewusst hätte, hätte ich der ganze Pullover umrechnen können, aber egal. Die werdet von unten gestrickt. Das ganz Gute ist, dass der Jürgen untersetzt ist. Heißt, ich muss nicht so viel glatt rechts bis zum Armloch stricke und ich muss auch nicht so viel Ärmel stricke bis zum Armloch, weil der Mohr halt nicht so lange Ärmel hat. Also nicht so lange Ärmel hat. Das ist ganz gut. Aber ich muss ja gucken, wie viel Masche habe ich und wo komme ich auf eine einigermaße, Raglan-Rechner rückwärts, angemessene Maschezahl jetzt auch beim Ärmel, dass das passt, dass man nachher beim Zusammenstricke, dass das dann hier oben, da kann ich mir jetzt zum Beispiel die Mascheanzahl hier vom Samal gucke, wie viel schlägt Hochi an und wie viel hat sie bei welchem Teil. Oder ich nehme einen stinknormalen Raglan-Rechner. Also das wird die Aufgabe sein, jetzt erstmal Nadel rein. Ich mache das immer so, dass ich mir, also man strickt hier zwei Reihe Muster, bevor man mir die Ärmel abnimmt. Ich mache es jetzt aber so, dass ich in der letzten Reihe vor dem Colorwork ziehe ich eine Dreiernadel durch. Ich stricke hier mit Dreier halber, da ziehe ich jetzt einfach eine Dreiernadel durch. Das ist eine Stelle, wo man es gut erkennt. Dass man in der gleichen Reihe bleibt. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal so. Wenn man das macht, weil da kommt auch immer wieder Frage, woher weiß ich, dass ich in der gleichen Reihe bin und nicht verrutsche.
Also, ich ziehe mir die Nadel hier vorne einfach durch. Und wenn man dann hinten schaut, hier hinten, dann muss das eine Linie sein. Und ihr seht, hier ist nicht eine Linie. Also hier bin ich verrutscht. Ansonsten hat man praktisch auch da hinten immer eine Masche drauf liegen. Hier sieht man den Unterschied. Hier ist ein Bobbel. Also hier müsste ich bis hierhin wieder raus, weil ich da in der Reihe verrutscht bin. So kann man das dann von hinten ganz gut korrigieren oder sehen, ob man in der gleichen Reihe ist. Und so mache ich das, ziehe die Nadel rein und ziehe dann auf. Genau. Und dann werde ich vielleicht sogar noch mal so, keine Ahnung, für vier, fünf Reihen noch mal dran stricke. Und dann geht es in der Raglan an. Jo. Wer also diesen Holtby stricke will, überlegt es euch gut. Die Ärmel sind ganz blöd beschrieben, da müsst ihr fummeln. Ja, das ist jetzt nicht auf meiner Mischte gewachsen. Das sieht man halt im Schwabeländle. Also, das habe nicht ich erfunden. Sonst hätte ich mir jetzt vorstellen können, da Anleitung dazu zu schreiben. Aber geht natürlich nicht, weil das nicht meins ist. Aber ich finde es wirklich schön und ist eine Überlegung wert. Also fände ich jetzt auch eine Überlegung wert, wenn man Fade macht mit zwei, drei verschiedenen Wollen. Also das nicht in Blöcke dann abzutrennen, sondern wirklich mit so einem zackigen Übergang. Also das, ja, auch schon wieder eine Idee. Genau. So viel zum Holtby und seinem Drama. Ja, das war schon das Gestrickte. Am Samstag war Stricktreff und ich habe mal alle Sternkisse geholt und wir haben Sternkisse gestopft. Ja, am Samstag war Stricktreff und da habe ich mal alle Sternkisse runtergeholt und alle Füllungen, die ich da hatte. Und ja, mir fehlen noch ein paar Füllungen, die habe ich jetzt bestellt, weil ich im Moment nicht die Zeit habe, zum IKEA zu fahren, weil. Ja, ich fahre eine halbe Stunde zum IKEA, das ist jetzt nicht das Problem, aber dann läuft man ja nicht rein, holt, was man braucht und geht wieder raus. Ihr wisst ja, wie es ist. Da ist halt ein Nachmittag einfach weg und den habe ich gerade nicht. Und ja, dann haben wir, nein, wir nicht, ich nicht, ich habe ihn nicht gefüllt, aber ich habe Zug nicht. Und wir haben alle Sternkisse gefüllt, für die wir Füllungen hattet. Und ich muss jetzt, glaube ich, noch acht oder so zunähen. Dann sind die fertig. Am Mittwoch, 27. kommt die Füllungen, die ich jetzt bestellt habe, die kommen. Dann kann ich die restliche voll stopfen und dann sind die Sternkisse fertig zum On the Way. Ja, und die kommen am 4. November zur Karin. Wir treffen uns in Pfaffenhofen. Ja. Das ist so ein bisschen, es ist nicht ganz in der Mitte, aber es ist so, wie soll man sagen, man begegnet uns und gehen da gut essen miteinander, aber wir gehen sicher auch zur Meise. Da ist zufällig Herbstzell. Ich weiß schon, dass Karin auch mitfahren will, also Karin von hier und lustig. Wer weiß, was mir da einfällt bei der Meise. Ich werde bis 4. November mein Olive-Leaf-Cardigan nicht fertig haben, aber. Vielleicht bringe ich mir noch so den ein oder anderen Strang mit für so ein Steven West Tuch. Das finde ich halt auch ein tolles Tuch, um so Einzelstränge zu verwerten. Man hat ja oft so, ihr kennt das Thema Wollfest, man geht aufs Wollfest oder man ging aufs Wollfest. Ach, hier ein Strang und da ein Strang. Und was macht man damit? Und dafür finde ich es natürlich auch genial. Und man kann es natürlich auch nochmal mit einer Uniwolle, Sorgewolle oder wie auch immer, so wie ich jetzt diese Alpaka Soft habe. Das ganze Tuch mit der Alpaka Soft wäre viel zu lapprig, aber so mit einem geht es schon. Kann man das wunderbar kombinieren. Genau.
Aber es war einfach auch schön, miteinander diese Kiste zu stopfen. Also schöne Gemeinschaftserfahrung. Das nächste Stricktreff ist übrigens am 26. November. Ich schreibe es auch unten rein, merkt es euch vor. Ich habe letztes Mal den Link für die Schuhe auch rein, aber sehr weit unten. Ja, einfach runterscrollen. Dann Sternkissen. Ich habe noch die Aktion, dass ihr meine Socken haben könnt und ich ja Geld sammle für die Kinder. Also von dem Verein 18. Februar, dem ja auch die Sternkissen zugutekommen. Wir stehen im Moment bei 360 Euro, das heißt, ich suche noch 140 Euro. Ja, 360 Euro ist viel Geld und ich bin ganz arg dankbar für jeden Cent, den ihr da dazu beitragen habt. Ich suche noch 140 Euro. Das Ziel war ja, 500 Euro zusammenzukriegen. Und ich würde mich unglaublich freuen, ihr dürft es gern in ganz kleinen Beträgen. Ich erwarte von niemandem, dass er jetzt hier irgendwie 10, 20, 30 Euro. Ein Fünfer allein tut schon. Also so. Lilly macht gerade einen Käfer alle. Einen kleinen Betrag einfach noch, den ihr mit dazu gebt, sodass wir diese 500 Euro zusammenkriegen. Und dann könnte ich das am 4. November der Karin mitnehmen. Und sie kann das dann weitergeben an die Kinder mit den Kissen zusammen. Und ja, tolle Sache. Ich bin gespannt, wo wir dieses Jahr landen. Wir haben nicht das Ziel höher, schneller, weiter. Es war letztes Jahr unglaublich viel durch eure vielen Weihnachtssocken, die ihr gestrickt habt. Und jetzt dieses Jahr sind es ja auch wieder viele Sternkissen, wo wir unglaublich dankbar dafür sind, was ihr da wirklich auch leistet. Ich hatte letzte Woche eine Frau bei mir an der Tür geklingelt und hat 5 Sternkissen abgeben und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Sie wohnt bei mir in der Nähe, ich kenne sie nicht. Und ich war so geflasht. Ich stand da, mir bleibt dann immer so ein bisschen Spucke weg. Und ja, also es freut mich halt unglaublich, dass wir da gemeinsam was schaffen können. Ja, so werde ich mir also am 4. November nach Pfaffenhofen fahren. Ich freue mich drauf. Und morgen ist ein großer Tag. Morgen, also wir haben jetzt wieder eine Dauerkärtle. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, jetzt fängt die mit ihrem Stadion schon wieder an. Ja, aber dieses Stadion bedeutet mir mehr wie Stadion. Bedeutet mir auch mehr wie nur Fußball. Also, jetzt dürfen wieder 50.000 ins Stadion und es wird so sein, dass wenn man drin ist im Stadion, also, den Einlass passiert hat, darf man ohne Maske sein. Und das ist ein Stückchen Normalität wieder und ein Stückle Blick in das Leben, das wir vor 2 Jahren mal hatten. Wenngleich natürlich auch in meinem Umfeld Schule immer wieder Corona-positive Fälle auftretet und Jürgen und ich auch trotzdem vorsichtig sind. Auch wir, obwohl wir geimpft sind, testet uns. Also ich habe schon sogar die Booster-Impfung seit August und Jürgen hat zweifach geimpft. Wir haben jetzt beide Grippeschutz auch noch. Vielleicht muss ich aber wegen dem so ein bisschen viel schlafen gerade. Kann auch sein. Aber man sieht jetzt wieder beim Julian Nagelsmann, dass durch trotz zweifacher Impfung er denkt, er hat so einen grippalen Infekt und hat Corona. Also Impfdurchbrüche. Das heißt, auch wir sind vorsichtig, auch in der Schule. Seit Montag darf man ja am Platz die Maske abnehmen, aber ich nehme sie wirklich nur am Platz oder im 1:1 mit meinem mir anvertrauten Jugendlichen ab. Klar, dann sind wir im Schwimmbad mit den Kindern, da ist ja warm. Ja? Das sind dann irgendwie 20 Kinder, 15 Kinder im Wasser, da ist es warm. Pff, da ist keine Maske auf, die Kinder im Wasser auch nicht. Also mir wissen schon um die Gefahren und man muss vorsichtig sein. Und trotzdem, man wünscht sich so sehr, dass es wieder so wird, wie es war. Es war ja in Holland im Urlaub so ganz komisch, als wir ohne Maske in der Aldi sind. Das war echt komisch. Und ja,
Und darum freue ich mich unglaublich, auch meinen Sitzplatz wieder zu sehen. Ich habe das Dauerkärtle nämlich genau für meinen Sitzplatz. Ich freue mich, dass der Laurenz wieder kommt. Das ist auch ein Stück Normalität. Also so wie vorher, ich habe den Jungen seit 1,5 Jahren zweimal gesehen. Also das sind einfach so. Ja, und jetzt kommt er mit dem Mopedle immer an und so, ja. Das heißt, morgen ein großer Tag. Und ich wünsche euch einfach auch eine gute Woche und gute Tage. Ich mache jetzt schnell zu Ende, weil der Jürgen kommt mit dem Schwiegervater und dem jetzt zu erklären, dass er jetzt nichts sagen darf, weil ich hier in die Kamera babbel. Seid behütet, ich melde mich nächste Woche wieder. Tschüss!